Komm, Tür. Eine Holztür mit einem Eisenschloss. Aufmachen. Überraschung. Abgeschlossen. Ach so, dann tun wir einfach mal die Salzsäure drauf, komm. Die Säure ätzt das Schloss auf. Toll, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Zauberei. 3 Stunden habe ich die verbliebenen Exponate jetzt durchsucht. Aber die Karte des Pirireis ist nicht dabei. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, werte Kollegin, die meisten Ihrer Forschungsobjekte wurden bereits letzte Woche auf die Wewelsburg gebracht. Ein unglaublicher Affront, mich während meiner Abwesenheit aus dem Labor werfen zu lassen. Das werden Sie bereuen, Schauberger. Bitte bewahren Sie Haltung, Frau Gräfin. Ich hatte mit dieser Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Meinen neuen Antrieb könnte ich auch in jeder anderen Forschungseinrichtung weiterentwickeln. Ehrlich gesagt war ich von der Verlegung meiner Apparaturen in ein Labor mitten in der Stadt auch nicht gerade begeistert. Es ist absolut inakzeptabel, dass ich über den Umzug nicht informiert wurde. Wer hat das angeordnet? Der Befehl kam von ganz oben. Wie ich gehört habe, vom Minister persönlich. Vom Minister? Überrascht Sie das? Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Ihrer sogenannten Ordensbrüder erheblichen Einfluss auf den Minister gewonnen und ihn zum Umzug Ihrer Forschungseinrichtung auf die Wewelsburg überredet haben. Sie sollten wissen, dass ich dem Thule-Orden mitnichten angehöre. Er bezahlt mich lediglich für meine wissenschaftlichen Expertisen. Wie auch immer. Jedenfalls war Ihren Esoterik-Freunden dieses Museum offensichtlich keine angemessene Umgebung mehr für Ihren Club. Deshalb trugen sie dem Minister die Idee von dieser Ordensburg nahe Paderborn zu. Der war davon so angetan, dass alles plötzlich ganz schnell gehen musste. Man hat also ihre Exponate und Unterlagen zusammengepackt und auf die Wewelsburg gebracht. Meine Mitarbeiter und ich mussten im Gegenzug vom beschaulichen Brandenburger Land hierher in die Stadt umziehen, damit das Wehrkommando unsere Forschungen besser überwachen kann. Wie bedauerlich. Aber Sie müssen meine Empörung verstehen. Eins der Exponate, die Karte des Pirireis, ist überaus bedeutend für meine aktuellen Forschungen. Ich fahre ins Ministerium, um den Sachverhalt persönlich zu klären. Danach werde ich unverzüglich nach Paderborn zur Wewelsburg aufbrechen. Sturmbannführer! Jawohl, Frau Gräfin! Verwahren Sie diese Tasche, bis ich aus dem Ministerium zurück bin. Der Inhalt ist extrem wertvoll. Beschützen Sie ihn also, falls nötig, mit Ihrem Leben. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Frau Gräfin! Da ist vermutlich das Drachenauge drinnen. Also, in der Tasche befindet sich hundertprozentig das Drachenauge. Die Karte des Pirireis hingegen ist wohl nicht mehr hier in Berlin, sondern auf einer Burg in der Nähe von Paderborn. Gräfin von Hagenhielt ist weg. Wir können jetzt unseren Testlauf durchführen. Alle Anzeigen sind überprüft und im grünen Bereich. Lassen Sie uns beginnen. Ziehen Sie den Hebel langsam nach oben und stellen Sie ihn auf das niedrigste Energieniveau ein. Wir wollen doch nicht, dass uns hier alles um die Ohren fliegt. Gut. Ich aktiviere jetzt einen Antriebsimpuls. Halten Sie sich besser gut fest. So gut. Deaktivieren Sie die Energiezufuhr wieder. Ausgezeichnet. Mein lieber Freund, bald werden wir mit unseren neuen Fluggeräten Geschichte schreiben. Lassen Sie uns jetzt die Leitungen kontrollieren. Jedes noch so kleine Leck könnte uns beim nächsten Versuch alles ruinieren. Eine günstige Gelegenheit, meine Deckung zu verlassen. Die Wissenschaftler sind beschäftigt und der Soldat hat sich in den kleinen Raum begeben. Gut, was haben wir denn hier drinnen? Ein roter Kasten aus Metall. Dann mach den nochmal auf. Potzblitz, der Griff war lose und ist abgebrochen. Oh, immer alles kaputt machen, ne? Ein roter Kasten aus Metall. Der Kasten lässt sich ohne Griff nicht öffnen. Irgendwas zum Öffnen?
wenn wir den Griff wieder dran schrauben? Das lasse ich im Moment besser bleiben. Jedes verdächtige Geräusch könnte die Wachen alarmieren. Okay. Ja, bin gerade ein bisschen müde. Am Geländer gibt's da noch was? Das Geländer macht einen stabilen Eindruck. Gut, und was hättest du jetzt so vor? Der Korken... Cool. Und was machst du jetzt so damit? Wieder auf die Flasche. Nichts ja, einfacher als das. So, und jetzt einfach der mal Korken schütteln. Der Korken steckt jetzt wieder fest auf der Flasche. Naja, hätte das sein können, dass er jetzt schütteln will. Ja, was soll ich denn jetzt machen hier so? Auf dieser Konsole ist ein Hebel, mit dem man die Energiezufuhr der Turbine regelt. Was gibt's hier noch so? Wissenschaftler-Turbine? Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, handelt es sich bei dieser Maschine um einen Antrieb für Fluggeräte. Der Wissenschaftler entwickelt ihn im Auftrag des Wehrkommandos. Bei der Vorstellung, dass die Nazis irgendwann über Flugzeuge mit so einem Antrieb verfügen, wird mir Angst und Bange. Aber das ist ein anderer Kriegsschauplatz. Ich muss Gräfin von Hagenheld aufhalten und ihr das Drachenauge nebst der Karte des Pirirees abjagen. Große Diese Tür. Tür führt wahrscheinlich nach draußen. Kleiner In Raum. Dem Büro dort hat die Gräfin das Drachenauge zurückgelassen. Das ist jetzt die beste und womöglich auch die einzige Gelegenheit, es zurückzubekommen. Zuvor muss ich allerdings die Wache ausschalten. Außerdem sind mir noch die zwei Wissenschaftler im Weg. Zeit für etwas Kopfarbeit. Ja, nichts einfacher als das. Ich komm da nicht ran. Und da? Ich komm nicht ran. Die Konsole ist viel zu weit entfernt. Und da? Selbst wenn ich sie erreichen könnte, werde ich nicht ohne das Drachenauge von hier verschwinden. Und da? Solange sich die beiden Wissenschaftler und der Soldat da unten aufhalten, komme ich nicht mal in die Nähe des Drachenauges. Okay. Also ich kenne die Lösung für dieses Problem, aber ich weiß nicht mehr, wie den Weg... Das hat man ja im GameStar-Test gesehen, falls man den gesehen hat. Ein roter Kasten aus Metall. Roffel. Vielleicht kann man damit irgendwas machen. Ich glaube, da ist nämlich noch was ganz Tolles drinnen, was mir wunderbar weiterhelfen könnte. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hier so drauf. Nee, eher nicht. Gehen wir mal wieder nach oben. Kann man da vielleicht rein, den aufmachen, meine ich. Der Deckel des Schaukastens ist geschlossen. Wäre ja auch zu einfach gewesen und wenn man immer wieder diese Framerate-Einbrüche. Griff und Schaukasten? Ich schieb den Griff zwischen Deckel und Untergestell des Schaukastens, dann ein kurzer Ruck und... Sesam, öffne dich. Okay, mach mal's. Greifen wir doch mal ich rein. Ich guck mir mal einen Haken der Kletterausrüstung. Die Filmkamera ist bei näherer Betrachtung nur noch Schrott. Und auf die Wollsocken von Ernst Schäfer bin ich auch nicht besonders scharf. Na, oh, wieso nicht? Kann man damit jetzt irgendwas machen? Nee. Auch eher weniger. Ein Kletterhaken. Gehen wir mal wieder rein. Wenn wir jetzt mit dem Kletterhaken das Teil hier auf... Nein. War ja irgendwie auch klar. Hier kann man echt nichts kombinieren, wenn ich das so richtig gesehen habe. Aber Denkarbeit ist einfach bei dem Spiel kombinieren. Und ich weiß, was beim Kombinieren rauskommen muss, aber ich weiß halt nicht mehr wie, ne? Okay, jetzt haben wir noch Bilder und Foyer. Die Party jetzt schon verlassen? Kommt nicht in Frage. Es war schließlich schwierig genug, überhaupt reinzukommen. Ja. Hier haben die Gäste... Kann man da vielleicht hin? Vielleicht gibt's da was Tolles. Ich nehme nur den Schal an mich. Sein Besitzer wird ihn jetzt im Sommer entbehren können, denke ich. Und was mache ich jetzt mit dem Schal? An den Kletterhaken? Einen Versuch ist es wert. Vielleicht eröffnet mir das ja völlig neue Verwendungsmöglichkeiten, wenn ich den Kletterhaken an den Schal binde. Ja, und jetzt am besten noch an den Wischmopp, oder? Ich binde den Haken mit dem Schal am Stiel des Mobs fest. Okay.
Gehen wir hier mal rein und versuchen mal das, was ich denke, falls es jetzt wirklich funktioniert. Wenn ich vorsichtig bin, müsste ich damit den Hebel unbemerkt nach oben bewegen können. Ist ja die Frage, ob du dabei unbemerkt bleibst oder ob die Auswirkungen... Naja, ich verrate jetzt mal wahrscheinlich nicht so viel. Eine Portion maximale Energie, bitte. Okay, am besten mit dem Korken. Als Kind habe ich das auf jeder Silvesterparty meiner Eltern geübt. Man muss einfach nur kräftig schütteln und dann wie mit einem Karabiner zielen. Wenn das jetzt klappt. Was soll das denn? Festhalten! Was ist denn da draußen los? Also manchmal bin ich echt ein fieser Hund. Das kannst du laut sagen und nicht gemein in einen kleinen Raum. Der Soldat und die Wissenschaftler sind zwar nicht mehr mein Problem, aber jetzt verhindert der starke Luftzug, dass ich so einfach nach unten in den Raum kann. Und was willst du dagegen machen? Also. Schaubergers Assistent, Professor Schauberger, mächtig gewaltiger Luftwirbel. Der Soldat konnte sich im letzten Moment an einer Säule festhalten, sonst hätte ihn der Luftwirbel von den Beinen gerissen. Jetzt ist er mit sich bzw. dem Sog beschäftigt und das Drachenauge in dem kleinen Raum unbewacht. Ja, ist ja nur noch die Frage, wie wir da hinkommen. Achso, jetzt können wir vielleicht einen roten Kasten aufmachen. Jetzt ist ja Geräusch kein Problem mehr. Ich steck den Griff wieder in die Tür. Hoffentlich kann man sie noch öffnen. Bingo, da drin ist ein Feuerwehrschlauch. Oh, perfekt. Ich wusste gar nicht, dass ich mich da noch so gut dran erinnern kann. Wir binden jetzt hier am Geländer fest, nehme ich an. Das lose Ende des Schlauchs binde ich fest an dieses Geländer. Okay, und jetzt gehen wir rein. Der Soldat und die Wissenschaft. Ja, dann nimm halt erst den Schlauch. Wohin soll das lose Ende? Dahin. Der Schlauch dürfte mein Gewicht problemlos halten, wenn ich mich damit zum Büro vorarbeite. Okay. Viel Spaß. Nun denn, wo ist das Drachenauge? Ich nehme mal an, in der Tasche gibt es... Oh, es gibt hier nur die Tasche. Die Tasche, die die Gräfin dem Soldaten überantwortet hat. Dann nimm sie. Ich nehme das Drachenauge und dann nichts wie weg von hier. Am besten benutze ich wieder den Feuerwehrschlauch, um zurück ins Museum zu gelangen. Danach muss ich zu dieser Webelsburg reisen, denn ohne die Karte des Pireis nützt mir das Drachenauge nichts. Nur auf dieser Karte finde ich den Hinweis darauf, wo der zweite Schlüssel für die Pforte nach Shambhala versteckt ist. Super. Jetzt sind wir auch schon wieder ein Ticken weiter. Jetzt haben wir schon zwei große Rätsel gelöst. Oh, inzwischen in Hongkong. Was gibt es, Huxley? Nun, Sir, ein gewisser Herr Kleist möchte Sie sprechen. Er erschien ohne Voranmeldung und tritt sehr anmaßend auf. Soll ich ihn wieder wegschicken? Nein, auf keinen Fall. Bitten Sie ihn herein. Sie können sitzen bleiben, Gouverneur. Ich möchte nicht viel Ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Was kann ich für Sie tun? Sie haben bereits etwas für mich getan. Es wurden keine weiteren Soldaten nach Tibet geschickt. So lautete Ihre Bedingung. In der Tat. Aber mir scheint, ich habe mich diesbezüglich nicht klar genug ausgedrückt. Es sollte keinerlei Einmischung von Ihrer Seite geben. Ich verstehe nicht. Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Mussten Sie uns diesen Paddock auf den Hals hetzen? Bedeutet Ihnen Ihr Sohn wirklich so wenig, Gouverneur? Was ist mit meinem Sohn? Sie versprachen mir ein Lebenszeichen. Alles zu seiner Zeit. Beten Sie lieber, dass wir diesen Paddock schnell kaltstellen können. Und ich warne Sie hiermit zum letzten Mal. Halten Sie sich ab jetzt aus der Sache raus. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, Sir.